Tommy used to work on the dock. Union's been on strike, he's down on his luck, it's tough, so tough. Tina works the diner all day, working for a man, she brings home the pay for love, for love. She says we've gotta hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it or not. We've got each other, and that's a lot for love. We'll give it a shot. Tommy's got his six ringing high. Now he's holding in what he used to make it talk. It's tough, hey. So tough. She says we've got a home. Dankeschön. Lisa Marie und Paula. Also dafür, dass ihr den Song nicht kanntet, habt ihr das aber ganz schön geil jetzt gemacht. Ja. Ihr kanntet den Song nicht? Na, woher denn? Da merkt man, dass man alt wird. Ja. Oder schon alt ist. Marc, das war mal eine coole Version, ne? John Bon Jovi gesungen von zwei Damen. Ja, also ich hatte viele Gedanken währenddessen in meinem Kopf. Erstmal, das machen wirklich nur Samo und Ray, so zwei super coole Girls auf die Bühne stellen mit Living on a Prayer von Bon Jovi. Also wirklich, ich hatte auch so ein paar weirde Gedanken. Ich dachte auf einmal so, ey, vielleicht ist das irgendwie so eine Art Voodoo und ihr seid Samo und Ray in Mädchengestalt. Ja, ich soll da aufhören. Was ist da drin in deinem Getränk? Ja, das ist noch so ein altes Getränk von Sido. Ah, jetzt macht's Sinn. Jetzt macht's Sinn. Okay. Aber es hat dir gefallen. Ja, und das ist das Weirdeste daran. Ne? Also ich mochte das sehr, sehr gerne. Ich fand das richtig geil. Also Lisa Marie, du hast das 1A gesungen. Man hat dir schon angemerkt, dass es jetzt nicht unbedingt dein Lieblingslied auf der ganzen Welt ist, aber es war ein super Auftritt. Und Paula, ich finde, du bist in dieser Staffel von allen Talenten das Talent mit dem größten Star-Appeal. Also, wenn, ja, wenn die das nicht checken und das hier alles vorbei ist und du brauchst irgendwie einen Produzenten oder irgendwie so. Oh, 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 oh. Mein erster Gedanke war, ach du Scheiße, was habt ihr wohl gedacht, als dieser Song um die Ecke kam? Und auf der anderen Seite, ich fand die Harmonien der Zweistimmigkeit sensationell in der ersten Hälfte des Songs, weil ihr es auch super gemacht habt. Ich finde, Lisa Marie, du hast halt eine viel hellere Stimmfarbe als Paula, ne? Und ihr habt euch da mega gut ergänzt. Und ey Paula, bist nicht in unser Team gekommen. An einem Tag war ich danach so enttäuscht darüber, dass wir ich beide waren enttäuscht, so schnell in die Garderobe gegangen bin, dass ich mein Handy gecrashed habe, als es runtergefallen ist, weil ich
auch einfach sehr begeistert von dir und deiner Stimme bin und deiner Stimmfarbe. Dankeschön. Und ich wünsche dir sehr, dass du uns hier in der Sendung noch erhalten bleibst, weil ich Lust habe zu gucken, wie es in dir drin so aussieht. Und ich bin gespannt, ob du uns da reingucken lässt. Das weiß ich selber noch nicht. Auch nicht schlecht. Dann finden wir es raus. Dann sind wir jetzt gespannt, was ihr beiden macht. Ja, so Lisa Marie, du hast echt einen angelic voice. Du singst echt aus dem Herzen. Es ist pur, es ist liebevoll. Ich gucke dich gerne zu und höre dich gerne zu und bin überzeugt von dir. Paula, berechtigterweise sagt jeder, dass du hast was Spezielles, was wirklich Spezielles und Star-Qualität und etc. Im Moment brauchst du das alles nicht zu hören. Wichtig ist erstmal zu wissen, was du willst, bevor überhaupt jemand dir sagt, was die von dir wollen. Und jetzt übergebe ich an meinen Partner. Samu, wer kommt in die Sing-Offs? Ja, es war klar, dass diese Battle wird ganz hart. Ihr wart immer Kopf zu Kopf. Bei Montag, es war Lisa Marie, Dienstag, es war Paula, dann Mittwoch, es war Lisa Marie, Donnerstag, es war Paula. Lisa Marie, du bist ein bisschen sicherer mit Turner, mit Tones. Paula, du hast ein bisschen mehr etwas Energy und es war immer schwer. Wir gehen zur nächsten Runde. Mit dem Talent. Wir hoffen, dass diese Lady könnt alle anderen Teams schlagen. Und die Name ist... Du, Paula. Paula, herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst das Battle. Well done. Miss Marie, you're amazing. Dankeschön. Ja, jetzt hat's gereicht. Das ist krass, das ist schon krass. Ich habe halt auch nie gedacht, dass ich so weit komme, so generell, ja. Ach, Lisa Marie. Bitte? So ist's. So ist's. Ja. Aber hey, ein Vierer-Buzzer in den Blinds jetzt auch gerade. Du bekommst hier Applaus von unserem Publikum. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ciao, mach's gut. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich wäre ein bisschen enttäuscht, ganz normal. Aber ich freue mich auch voll für Paula. Also ich freue mich wirklich, ich gönne dir das und ich kann es dann verstehen. Hallo!